Im German Touch von Hour of Power möchte ich Ihnen Folgendes erzählen. Bei der Speisung der 5000 soll Folgendes passiert sein. Jesus nahm die 5 Toastbrote und die 2 Frikadellen, die ihm die Schüler in die Hand gedrückt hatten. Er blickte kurz zum Himmel, dankte seinem Vater für das Essen und dann gab er die Teile Stück für Stück an die Leute weiter. Nach dem Essen war jeder pappsatt und es blieben sogar noch 12 Einkaufswagen voll mit Nahrung übrig. Das ist eine interessante Bibelübersetzung, das ist die Volksbibel und ich freue mich über den Autor, der heute bei mir zu Gast ist. Hallo, Martin Dreyer. Hallo. Die Volksbibel, ein sehr streitbares Projekt von einem sehr streitbaren Menschen. Sie sind Diplompädagoge, Sie sind freikirchlicher Theologe, Sie sind Suchtberater, Sie sind Schriftsteller, Bestseller-Autor. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Leidenschaftlicher Basketballspieler. Fantastisch. Erzählen Sie mir was zur Volksbibel. Wie kam es zu der Idee, eine solche Bibelübersetzung rauszubringen? Ja, das war so, dass ich im Jugendzentrum arbeite, in so einem städtischen Jugendzentrum und da unterhalte ich mich halt viel mit den Jugendlichen und die wissen alle, dass ich an Jesus glaube und fragen mich dann halt so auch so, wie ist denn dieser Jesus, wie ist er drauf, wie kann ich mit dem reden, wie muss ich vor dem Angst haben? Und ich denke so, diese Antworten auf die Fragen würde man ja eigentlich alle in der Bibel vermuten. Aber keiner von denen wäre jetzt auf die Idee gekommen, sich eine Bibel zu nehmen und darin zu lesen, weil Bibel für die was Altes ist, was Verstaubtes, das hat die Oma im Schrank stehen und sie würden es vor allen Dingen auch einfach nicht verstehen. Und ich wollte mal so eine Bibel schreiben, die man leicht und locker lesen kann, die Spaß bringt zu lesen, die man verstehen kann, auch wenn man nicht christlich aufgewachsen ist, wenn man die ganzen christlichen Fachbegriffe nicht kennt. Und haben Sie den Eindruck, bei den Jugendlichen kommt es an? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ganz tolles Feedback bekommen, auch von den Jugendlichen in meinem Jugendzentrum, aber eigentlich aus ganz Deutschland. Ich kriege ganz viel E-Mails und Briefe von Leuten, die mir wirklich schreiben, danke für die Volksbibel. Ich habe viele Sachen das erste Mal verstanden. Auch Jugendliche, die durch die Volksbibel zum Glauben gekommen sind. Der Papst hat anscheinend verboten, dass man die Volksbibel im Gottesdienst in Sachen Liturgie verwendet. Ja, der Papst hat mir geschrieben, weil ich ihm eine Volksbibel geschickt hatte. Aber er hat sich positiv geäußert. Er hat gesagt, dass er das sieht, dass das ein missionarisches Anliegen ist und dass die Volksbibel für Leute da ist, die andere Bibeln nicht lesen würden. Hat dann aber Ende dann eingeschränkt, dass es natürlich für den katechetischen Gebrauch nicht die optimale Bibel ist. Aber das war ja auch nie ihr Anliegen. Aber das heißt, Sie haben zum Papst als einen ganz besonderen Jesus-Freak doch eine gute Verbindung noch. Ja, nun gut, wir haben diesen einen Briefwechsel gehabt. Da lag dann sogar ein kleines Foto mit dabei mit zum Autogramm hinten drauf. Und wenn ich eine Lesung habe, dann erzähle ich diese Geschichte und lese diesen Brief vor und dann finden das immer alle ganz toll. Der Papst nicht auf dem Thron, sondern auf dem Chefsessel ja, genau. In Rom. Jesus Freaks war gerade das Stichwort. Sie sind der Gründer, der Initiator der Jesus Freak Bewegung. Sagen Sie da einen Satz dazu. Was hat Sie bewogen, Jesus Freaks zu gründen? Ja, also im Grunde ist das so eine Sache, die sich durch mein Leben zieht, auch mit der Volksbibel. Ich habe halt selber eine ziemlich heftige Bekehrung gehabt, so mit 17, 18, komme aus so einem Drogen-Punker-Background und habe dann eigentlich bemerkt, dass als ich dann Christ geworden bin, ich mich auch äußerlich sehr stark verändert habe, weil das eigentlich in meiner Gemeinde so normal war. Ja, wenn du Christ sein willst, dann musst du Benetton-Klamotten tragen, musst du Arno und Andreas und Amy Grant toll finden, das war damals so die Musik. Und also habe ich meine ganzen Punkplatten weggeschmissen und habe Benetton-Klamotten getragen und habe mir einen Seitenscheitel gemacht, weil das war einfach so in meiner Gemeinde. Dann habe ich aber doch bemerkt, dass meine ganzen alten Freunde da nicht mitgekommen sind. Und der Grund war nicht, dass sie nicht Interesse am Evangelium hatten, sondern die dachten, das ist wie so eine unsichtbare Mauer, die vor dieser Gemeinde stand. Und diese Mauer hatte was mit kulturellen Sachen zu tun, ja, mit Sprache, mit Musik. Ich weiß noch, dass ein Freund mir damals sagte, Mensch Martin, da in deiner Gemeinde, wo du da hingehst, die sind so anders wie ich, wie sollen die mich denn verstehen können? Und deswegen habe ich gedacht, ich muss einen Ort schaffen, wo diese Leute hinkommen können, einfach so, wie sie sind. Von mir aus auch betrunken, in einem Raum, wo sie auch freitagabends hingehen würden, wenn sie Party machen, ja, in einer Bar, mit einem, wo man auch Bier trinken kann, wo man auch rauchen darf. Damals durfte man noch rauchen in öffentlichen Räumen, wo es ganz locker zugeht, aber wo doch alle wissen, es geht um Jesus, es geht um Jesus. Jesus ist das Zentrum dieses Abends. Und aus dieser Idee sind dann im Grunde die Jesus Freaks entstanden. Diese Jesus Freaks Geschichte, ja.
Sie sind ausgestiegen. Warum, wieso, weshalb? Ja, ich bin so 96, 97 nach vielen, vielen Jahren vollzeitigen Dienst ausgebrannt. Ich habe einfach über 4, 5 Jahre zu viel gemacht im Reich Gottes. Hatte teilweise eine 100, 120 Stunden Woche, wer nicht glaubt, dass das geht, das geht. Und hatte dann Schlafprobleme, habe dann wieder angefangen, abends Bier zu trinken, bin dann rückfällig geworden und habe dann die Alarmglocke gezogen und musste dann aussteigen aus der ganzen Sache. Das war schon eine harte Zeit, die dann folgte, eine Wüstenzeit, ich sage auch mal, Gott alles in meinem Leben noch mal hinterfragt hat. Ja, auch warum ich das gemacht habe, Jesus Freaks gegründet habe. Ging es mir da nur um Ruhm oder Erfolg? Warum ich überhaupt Christ geworden bin, warum ich überhaupt mit diesem Gott lebe. Es war wie so ein Feuer, durch das mein Leben durchgegangen ist. Und da ist auch eine Menge verbrannt. Aber irgendwann hat Gott mich dann da rausgeholt. Und das, was nicht verbrannt ist, das hatte Bestand. Das war der Fels, auf dem ich gestanden habe. Und auf diesem Fels stehe ich heute noch. Und ich freue mich, dass Gott mich durch diese Wüste durchgeführt hat. Burnout, das ist extrem. Extremgrenzen kennenlernen. Wie sind Sie denn konkret da wieder rausgekommen? Nur durch Gebet oder durch gute Freundschaften? Wie kommt man da wieder zu neuer Kraft? Geht da vielen heute so, dass sie Burnout haben, die dann gar nicht mehr rauskommen? Ja das war, ich sage immer so, für schwere Probleme gibt es keine einfachen Antworten. Ich denke, da gab es viele Punkte, die mir da geholfen haben. Teilweise Gottesdienste, in die ich dann immer weiter gegangen bin, obwohl ich eigentlich streckenweise damit gar nichts mehr anfangen konnte, wo dann Gott plötzlich wieder zu mir gesprochen hat durch die Predigt oder durch ein Wort, was von vorne gekommen ist, ein prophetisches Wort. Dann auch der Ortswechsel war wichtig. Ganz, ganz wichtig war meine Frau, die ich kennengelernt habe in der Krise, die zu mir gestanden hat. Habe ich auch nochmal Therapie gemacht, das war nicht ganz so hilfreich. Aber ich denke mal so, der große, große Durchbruch, der kam eigentlich in der Seelsorge mit einem Pfarrer aus Frankfurt, Rudi Pinke heißt er. Der hat sich also 4, 5 Mal mit mir getroffen und hat wirklich vollmächtige Seelsorge mit mir gemacht. Hat die ganzen Probleme aus meiner Kindheit, meine sämtlichen Drogengeschichten, alle Frauengeschichten im Gebet zusammen mit mir ans Kreuz gebracht, Vergebung ausgesprochen, Bindung gelöst. Und diese 4, 5 Treffen, die waren wie so eine Herzensoperation. Also da bin ich wirklich so stark verändert worden, dass meine Frau mich gar nicht wiedererkannt hat. Also das war wirklich ein ganz, ganz großer Durchbruch in meinem Leben. Und das hält immer noch an. Also was in diesen 5, 6 Sessions passiert ist, das sind Früchte, von denen ich immer noch zehre. Was kommt als nächstes bei Martin Dreyer? Sie stehen für innovative Ideen, viel Kreativität, Jesus Freaks und Volksbibel und Jugendcafés. Und was kommt als nächstes? Also erstmal bin ich mit dem Alten Testament noch beschäftigt. Der erste Band ist gerade erschienen. Der zweite Band kommt so im Februar nächsten Jahres, vermute ich mal. Da sind dann die Psalmen drin, die haben wir alle komplett verrappt, verreimt. Also die werden, denke ich, nochmal ziemlich abgehen. Ja, und dann weiß ich noch nicht so richtig. Ich habe so eine neue Vision. Ich glaube, dass irgendwie Gott von mir möchte, dass ich 2010 so für 3 Tage einen Raum schaffe, wo so eine Art Jugendkonferenz, wo es 3 Tage sich wirklich nur 100% hardcore-mäßig um Jesus dreht. 3 Tage, wo man nur betet, wo man sich nur Gott öffnet, wo man sich segnen lässt, wo man Bibelverse auswendig lernt, wo man Predigten hört, wo man Gott lobt, wo man sich wirklich 3 Tage Gott ausliefern kann, 100%. Bin gespannt, was wir von Ihnen noch alles hören und erleben werden. Ich wünsche Ihnen viele heilige Räume dafür, die Visionen zu entdecken und dann auch diese Visionen und Träume ins Leben umzusetzen. Danke, dass Sie bei uns waren, Herr Dreyer.